Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 37, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Aktuelle Stunde, Recht auf Wohnen. Landesregierung muss bezahlbaren Wohnraum für Studierende schaffen. Beginnt die Frau Kollegin Janine Wissler, Aktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! An den Hochschulen beginnt gerade das Wintersemester und damit für viele Studienanfänger die fieberhafte Suche nach einer bezahlbaren Bleibe. Gerade in Frankfurt, aber auch in anderen Unistädten ist die Lage am Wohnungsmarkt äußerst angespannt. Besonders betroffen sind natürlich Menschen mit niedrigem Einkommen. Ende des vergangenen Monats veröffentlichte das Berliner Moses Mendelssohn Institut eine Studie zur Wohnraumsituation von Studierenden. Und im sogenannten Anspannungsranking belegen mit Darmstadt und Frankfurt gleich zwei hessische Universitätsstädte dabei Plätze unter den unrühmlichen Top Ten, nämlich der Städte mit der schlechtesten Wohnraumsituation für Studierende in Deutschland. Nicht erst seit dieser Studie ist bekannt, dass Hessen gerade einmal für 6% der fast 250.000 Studierenden in diesem Land Plätze in Studierendenwohnheimen zur Verfügung hat. Hessen ist damit seit Jahren eines der Schlusslichter im bundesdeutschen Vergleich und bleibt unter dem bundesdeutschen Durchschnittswert bei der Versorgung mit Wohnheimplätzen von 9,6% zurück. Diese Zahlen zeigen einmal mehr, was in den letzten Jahren versäumt wurde. Es war klar, dass die Studierendenzahlen stark ansteigen werden und dass das den Mangel an bezahlbarem Wohnraum noch weiter verstärken wird. Die Landesregierungen der letzten Jahre haben nicht nur den sozialen Wohnungsbau vernachlässigt, sondern auch den Bau von Studierendenwohnheimen. Da passt die hilflose Erklärung von Ministerin Hinz und Minister Rhein von Anfang September gut ins Bild, in der die beiden die schwierige Situation für Studierende auf dem Wohnungsmarkt beklagen. Also, sie beklagen die Folgen der eigenen Politik, meine Damen und Herren. Sie versuchen, die wenigen neu geplanten Studierendenwohnheime als Erfolg zu verkaufen, in Frankfurt gerade einmal 120. Und sie appellieren an private Vermieterinnen und Vermieter, an Studierende zu vermieten. Sie sollten sich nicht abschrecken lassen vom kleineren Geldbeutel, weil es Studierende doch ohnehin schwer hätten auf dem Wohnungsmarkt. Statt öffentlich, ja, Frau Ministerin, das stimmt, aber genau das zeigt ja, dass man sich nicht auf den Markt verlassen sollte, weil der Wohnmarkt wird es eben nicht regeln. Statt öffentlich an den Wohnungsmarkt zu appellieren, sollte die Landesregierung lieber selber dafür sorgen, dass es mehr bezahlbaren Wohnraum gibt. Weil was dabei herauskommt, wenn Sie dem freien Markt die Versorgung mit Studierendenwohnheimen überlassen, das kann man gerade eindrucksvoll in Frankfurt begutachten. Studierendenwohnungen ist nämlich ein sehr dehnbarer Begriff, mal nebenbei gesagt. In Frankfurt bietet das Unternehmen Sophis im Stadtteil Gallus Studierendenwohnungen mit Preisen zwischen 557 € und 817 € an, bei Wohnraumgrößen von 18 bis 23 Quadratmeter wohlgemerkt. Ich frage Sie, welcher Studierende mit BAföG oder auch Minijob soll sich denn eine Wohnung leisten, die Quadratmeterpreise bis zu 45 € hat? Ich will Ihnen einmal zum Vergleich sagen, die BAföG Wohnkostenpauschale liegt bei 250 €. Das heißt, selbst die günstigste Wohnung in diesem Objekt im Stadtteil Gallus ist doppelt so teuer wie die Wohnkostenpauschale für Studierende. Und da kann ich dem Deutschen Studentenwerk nur zustimmen, die sagen, Studierende brauchen keine solchen Luxus-Apartments oder Edelresidenzen. Sie brauchen bezahlbaren Wohnraum. Meine Damen und Herren, es ist die Aufgabe von Bund und Ländern, bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum für Studierende in ausreichender Zahl zur Verfügung zu stellen. Herr Minister, Sie haben gerade wieder erklärt, Sie wollten die klügsten Köpfe an die hessischen Hochschulen holen, aber Sie sind nicht mehr in der Lage, das Grundbedürfnis nach Wohnen für die Studierenden angemessen zu befriedigen. Und Sie müssen schon dafür sorgen, dass die klugen Köpfe eben auch ein Dach über ihren klugen Köpfen haben. Herr Minister,
Gerade Studierende mit niedrigem Einkommen, aus Familien kommen mit niedrigem Einkommen, die es ohnehin sehr viel schwerer haben, überhaupt an eine Hochschule zu kommen, die dort unterrepräsentiert sind. Sie sind angewiesen auf eine gute soziale Infrastruktur, auf ausreichend finanzierte Studentenwerke, auf genug Wohnheimplätze und bezahlbares Mensaessen. Das gilt insbesondere für ausländische Studierende, die hier keine Familie haben, wo sie eben mal eben unterkommen können. Meine Damen und Herren, unsere Fraktion hat in den letzten Jahren immer wieder die Schaffung von 2.000 neuen Studierendenwohnungen pro Jahr gefordert. Entsprechende Haushaltsanträge wurden leider von Ihnen immer abgelehnt. Wären unsere Forderungen beim sozialen Wohnungsbau, aber auch bei der Schaffung von Studentenwohnheimen umgesetzt worden, dann hätten wir heute eine andere Situation, und viele Erstsemester hätten einen unbeschwerteren Start ins Studium. Ich komme zum Schluss. Wir fordern Sie auf, sich endlich der Situation der hessischen Studierenden anzunehmen. Appelle der zuständigen Minister und unzureichende Fördermaßnahmen werden die katastrophale Versorgungsquote von gerade einmal 6% nicht verbessern. Da ist Hessen Schlusslicht. Wohnen ist ein Menschenrecht, und das gilt auch für Studierende. Vielen Dank, Kollegin Wissler. Das Wort hat die Frau Abg. Feldmayer, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Studierenden kommen gerne nach Hessen. Das spricht für die Attraktivität unseres Bundeslandes. Wir haben exzellente Universitäten, wir haben exzellente Hochschulen, und diese finden auch gute Studienbedingungen vor. Nicht zuletzt, weil wir ein bundesweit einzigartiges Finanzpaket geschnürt haben und den Hochschulen in den Jahren 2016 bis 2020 9 Milliarden € für Lehre und Forschung zur Verfügung stellen. Aber, meine Damen und Herren, wir wollen natürlich auch, dass die Studierenden nicht nur exzellente Universitäten vorfinden, sondern dass sie auch Wohnraum vorfinden, bezahlbaren Wohnraum, guten Wohnraum, und daran arbeiten wir hier in Hessen. Viele Studierende, Kollegin Wissler hat es gerade angesprochen, können sich gerade in den Hochschulstädten keine Wohnung leisten, auch keine WG leisten, und finden unter erschwerten Bedingungen nur einen Studentenwohnheimplatz. Gerade internationale Studierende haben hier Probleme. Und genau aus diesem Grund hat die Landesregierung jetzt auch ein eigenes Programm aufgelegt, um den Bau von Studierendenwohnheimen, von Studierendenwohnheimplätzen zu forcieren. Wir sind da dran an diesem Thema, seitdem wir das Wohnraumfördergesetz geändert haben. Wir sind da dran mit einer Summe von 90 Millionen € bis 2019. Nicht nur mit Darlehen, sondern auch mit Zuschüssen. Denn es ist wichtig in der aktuellen Finanzsituation, wo man günstige Kredite bekommen kann, dass es auch Zuschüsse gibt. Und auch da hat Hessen geliefert. Damit schafft das Land Hessen die notwendigen Voraussetzungen für mehr Wohneinheiten. Es gibt also mehr Geld, es gibt hervorragende Förderkonditionen. Und was sehr, sehr wichtig ist, es gibt jetzt passgenaue Programme für die Zielgruppe der Studierenden. Das gab es vorher nicht. Und aus diesem Grund mussten sich die Projektträger der Studierendenwohnheime darum bemühen, insgesamt im Programm des sozialen Wohnungsbaus an Fördergelder zu bekommen. Und in der Konkurrenz um diese Fördergelder sind sie meistens leer ausgegangen. Das haben wir jetzt geändert. Und nicht alle Bundesländer kümmern sich so zielgenau um den Bau von Studentenwohnungen wie Hessen. Viele haben gar kein eigenes Programm. Thüringen zum Beispiel hat auch nicht ein derartiges Programm. Oder sie haben Programme nur mit Darlehen. Also, da gucken Sie vielleicht auch einmal nach Thüringen, Frau Wissler, was da passiert. Dass es in Hessen Fortschritte gibt, erkennt auch das Deutsche Studentenwerk im Übrigen an. Und es würdigt in einer Pressemitteilung vom 18.05. dieses Jahres unter anderem Hessen, das Deutsche Studentenwerk.
das zu den aktiven Ländern gehört bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für Studierende. Und wie gut dieses Programm wirkt, meine Damen und Herren, konnte ich auf meine Kleine Anfrage mit der Drucksachennummer 19-3410 erfahren. Bereits für das Jahr 2015 wurden 25 Millionen € an Darlehen und Zuschüssen zur Verfügung gestellt, um 1.000 neue Wohnheimplätze zu bauen. Und wenn man das einmal vergleicht mit 2013 hingegen, dort wurden einmal gerade 3 Millionen € abgerufen. Das ist also ein enormer Fortschritt. Natürlich muss mehr gemacht werden. Natürlich muss es schneller gehen. Natürlich muss es größere Schritte geben. Aber das ist eine enorme Steigerung, und das zeigt, dass es hier deutliche Fortschritte gibt in Hessen. Und ich will auch noch einmal einen Blick in die aktuelle Veröffentlichung des Deutschen Studentenwerkes werfen, um zu zeigen, dass die guten Zahlen von 2015 in Hessen sich auch fortschreiben. Das Deutsche Studentenwerk untersucht nicht nur den Versorgungsgrad mit Wohnheimplätzen, sondern es fragt auch ab, wie viele Studenten Wohnheimplätze im Bau und in der Planung sind. Da sind wir mit Hessen bei den besten 4 Bundesländern. 1.484 Wohnheimplätze sind im Bau oder in der Planung. In anderen Bundesländern dagegen steht da eine Null. Also auch hier geht es voran. Aber ich möchte noch einmal klarstellen, die Situation hier ist noch nicht gut, sie ist nicht befriedigend, und es muss noch mehr getan werden in diesem Bereich. Hessen schafft aber die Voraussetzungen für mehr Wohnheimplätze. Das ist das Einzige und das Wichtigste, was das Land Hessen tun kann: Gelder bereitstellen, gute Programme bereitstellen. Wir brauchen aber die Akteure am Wohnungsmarkt, wir brauchen die Studierendenwerke, die dann entsprechend auch die Gelder abrufen. Und wir brauchen die Flächen in den Kommunen, wir brauchen die Flächen in den Großstädten. Und da ist der Kampf ja auch um die Fläche entbrannt, wie wir wissen, gerade in den Großstädten wie Frankfurt und Darmstadt. Und da müssen, Frau Kollegin Feldmayer, Sie müssen zum Schluss kommen. Müssen alle Akteure an einem Strang ziehen. Das ist wichtig. Das Land Hessen tut jedenfalls alles damit, dass es vorangeht bei dem Bau von Studierendenwohnheimplätzen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Jürgen Lenders, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sehr geehrte Frau Wissler, Sie haben ja ein Problem beschrieben, dass wir, wenn wir uns über den Wohnungsbau und die Wohnungsknappheit unterhalten, ein Teilaspekt ist, der sicherlich ein wichtiger Teilaspekt ist, aber der dann auch geprägt ist, gerade bei den Studierenden, von temporären Erscheinungen. Das ist der Umstieg von G8 auf G9 bzw. die Umdrehung wieder dessen. Das ist der Wegfall der Wehrpflicht. Das sind temporäre Ereignisse. Das ist aber auch eine Entwicklung in der Gesellschaft. Frau Wissler, das ist auch eine Entwicklung in der Gesellschaft, dass es immer mehr hin zu Studierenden geht, ganz klar. Und wir haben aber auch dann zu berücksichtigen demografische Entwicklungen. Mein Petitum dabei ist nur, Frau Wissler, wenn wir irgendwo den Aspekt der Studierenden in den Fokus nehmen wollen, dann müssen wir uns fragen, warum nicht mehr private Investoren für Studentenwohnungen Geld in die Hand nehmen. Das ist meines Erachtens gerade deswegen, weil es zu unflexibel ist. Also, wenn wir etwas anbieten wollen, dann müssen wir flexible Lösungen finden. Wenn ich das einmal überspitzt sagen darf, die Studierendenwohnungen müssen morgen zu altersgerechten Wohnungen umgebaut werden können, meine Damen und Herren. Sie müssen flexible Ansätze dabei finden. Und Frau Wissler, Sie haben jetzt ein Problem beschrieben, was hier oft zitiert wird, was wir oft diskutieren. Aber so richtige Lösungsansätze habe ich bei Ihnen noch nicht gehört. Ich meine, es kann natürlich sein, dass Sie mit der Problembeschreibung schon Ihre politische Existenzberechtigung begründen. Aber alleine dann zu sagen, wir brauchen mehr Geld im System, wie oft haben Sie denn dann schon auch erfahren in den Diskussionen, dass mehr Geld nicht hilft?
Wir sind mittlerweile, und die Kollegin hat es Ihnen ja gerade gesagt, wir sind mittlerweile bei verlorenen Zuschüssen angekommen. Und trotzdem wird nicht mehr gebaut. Das betrifft nicht nur die Studierendenwohnungen, das betrifft auch vor allen Dingen günstigen Wohnraum für die mittleren Einkommen, meine Damen und Herren. Was Sie z.B. überhaupt nicht erwähnt haben, Frau Wissler, ist, dass wir nicht nur bei den Studierenden dieses Problem haben, sondern auch bei Auszubildenden, bei jemandem, der eine dreijährige Lehre anfängt. Auch diese jungen Menschen haben ein Problem, eine günstige Wohnung zu bekommen. Wie wäre es denn z.B. damit mit einem Lösungsansatz, dass wir für Studierende und Auszubildende Landesbürgschaftsprogramme zur Verfügung stellen, die a) die Kaution absichern, aber auf der anderen Seite auch vor Mietausfall den Vermieter schützen, um so für diese Menschen es etwas, für diese jungen Menschen es leichter zu machen, sich am freien Wohnungsmarkt auch zu bedienen? Es wird bei allem nicht helfen. Für die Studierenden sind das auch gerade die Frage, wenn wir ausländische Studierenden hier haben, die sind zum größten Teil eben dann auf die Studentenwerke angewiesen. Aber, meine Damen und Herren, wir haben es schon oft gesagt, ich habe es Ihnen schon oft gesagt, das Geld alleine wird nicht funktionieren. Es ist nicht das Problem, dass es am Geld fehlt, sondern es fehlt vor allen Dingen an Grundstücken. Es fehlt an den vernünftigen Rahmenbedingungen. Da haben Sie eben solche Instrumente wie die Mietpreisbremse, die NF, Fehlbelegungsabgabe, Milieuschutzsatzungen, Grunderwerbsteuer, ÖPNV, Erschließungsabgabe. Ja, meine Damen und Herren, und wenn jetzt auch die CDU sich im Bund auch noch auf den Weg macht, in das Vertragsrecht einzugreifen, indem sie eben den Vermietern vorschreiben will, bei Neuvermietungen die Transparenz zu schaffen, was denn der Vormieter denn tatsächlich an Mietzins gehabt hat. Meine Damen und Herren, dass sich auch die CDU im Bund jetzt die Vertragsfreiheit infrage stellt, das wird die Rahmenbedingungen deutlich erschweren. Das verleidet den Menschen, die heute noch bereit sind, Geld dafür in die Hand zu nehmen, um Wohnraum in angespannten Situationen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, Geld in die Hand zu nehmen, zu investieren. Den Menschen verleiden Sie dieses Engagement. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Caspar, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir sind froh, dass in Hessen immer mehr Studentinnen und Studenten das Angebot unserer Hochschulen nutzen, die Universitäten besuchen, die Fachhochschulen besuchen und hier ihre persönliche Bildung verbessern. Denn das ist wichtig für unser Land, dass wir gut ausgebildete und engagierte Menschen haben. Und Hessen bietet hierfür einen außerordentlich guten Rahmen, wofür ich unserem Minister für Wissenschaft und Kunst sehr danken möchte für das Engagement. Gerade eben hatten wir eine Diskussion über den Ausbau der Landschaft, den qualitativen Ausbau der Hochschullandschaft. Hier wird sehr gute Arbeit gemacht. Und das führt natürlich dazu, dass, wenn Studenten und Studentinnen in die Universitätsstädte kommen, in die Hochschulstädte kommen, dass sie eben auch Wohnungsbedarf haben. Und Studentinnen und Studenten haben das nicht nur, wenn sie Studierende sind, sondern insbesondere nachts, wenn sie Schlafende sind. Also, es wird immer gebraucht, und es werden mehr gebraucht für Studenten und Studentinnen. Und deswegen sind wir froh darüber, dass die meisten der Wohnungsangebote von privaten Vermietern zur Verfügung gestellt werden. Etwa 80% der Studentinnen und Studenten wohnen in Räumen von privaten Vermietern. Aber wir wissen, dass das eben nicht ausreicht. Und das hat natürlich viel damit zu tun, dass wir es gerade beim Mietmarkt eben nicht so haben, Frau Wissler, wie Sie hier gesagt haben. Sie haben ja gesagt, der Markt würde da nicht funktionieren. Wir wissen aber alle, was macht einen Markt aus? Ein Markt macht aus, dass ein Anbieter einer Dienstleistung oder hier eines Wohnraums und ein Nachfrager eines solchen Wohnraums miteinander frei die Dinge aushandeln können und sich auf etwas einigen können.
Wir wissen alle, wie reguliert der Mietmarkt ist. Insoweit gibt es ja gerade den Markt nicht und deswegen natürlich auch nicht das entsprechende Angebot. Deswegen ist es eben erforderlich, dass öffentliche Gelder in die Hand genommen werden, um zusätzliche Wohnungsplätze bereitzustellen, um Wohnraum bereitzustellen für Studentinnen und Studenten. Deswegen sind wir sehr dankbar, dass die zuständige Ministerin für den Wohnungsbau hier sehr engagiert die Programme, die gerade dazu dienen sollen, dass Studentinnen und Studenten besseren Wohnraum finden, auf den Weg gebracht hat. Kollegin Feldmayer hat sehr richtig ausgeführt, wie erfolgreich diese Programme sind. 1.000 Wohnungen alleine im Jahr 2015, die zusätzlich durch diese Programme entstanden sind. Wenn Sie mit den Studentenwerken sprechen, dann sagen die Ihnen, Hessen ist vorbildlich mit diesen Programmen. Sie würden sich wünschen, dass in anderen Bundesländern, Frau Wissler, vielleicht sprechen Sie da auch einmal mit Thüringen, dass in anderen Bundesländern ebenfalls so gute Arbeit gemacht werden würde und die Rahmenbedingungen so gut wären, wie das hier in Hessen erfolgt. Dass eins immer gilt, dass man immer noch mehr tun könnte, ist völlig richtig. Das ist ja etwas, was man als Opposition fordern kann. Nur, Frau Wissler, Sie müssen sich eben daran messen lassen, wie die Rahmenbedingungen dort sind, wo Sie selbst regieren. Und da muss ich sagen, das will ich den Hessen nicht zumuten, dass diese Verhältnisse hierher kommen, wie Sie die machen in den Ländern, wo Sie regieren. Meine Damen und Herren, also Hessen ist auch in dieser Hinsicht gut aufgestellt. Wir wissen, dass es viele Studenten und Studentinnen gibt, die noch nicht den angemessenen Wohnraum von der Kostenstruktur, von der Nähe zur Universität, zur Fachhochschule haben, wie sie sich das selbst wünschen und wie wir es ihnen wünschen. Aber wir arbeiten daran, wir sind engagiert, und ich möchte der Landesregierung dafür ausdrücklich danken, dass sie Hessen als Hochschulstandort und für Studenten und für Studentinnen immer attraktiver macht. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Siebel, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe mal ganz im Gegensatz zu meinem sonstigen Naturell diese Diskussion hier zu diesem Setzpunkt auf mich wirken lassen. Und meine lieben Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der LINKEN, von der FDP, SAGMA auf der einen Seite und von BÜNDNIS 90 und CDU auf der anderen Seite, Sie haben mich nicht enttäuscht. Sie haben diese Diskussion nach dem klassischen Ritual geführt. Die Opposition wirft der Regierung Hilflosigkeit vor, Untätigkeit, mangelnde Initiative. Und das, was CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hier zum Besten gegeben haben, erinnert mich an einen Teil des Formates Lobhudelei in der Fernsehsendung Zimmerfrei. Das ist das, was Sie jetzt gemacht haben. Und ich möchte mal, Kollege Lenders, Sie haben in der Tat einen Vorschlag gemacht, einen echten Vorschlag gemacht, nämlich den Kredite zu vergeben für Kautionen. Finde ich super gut, gibt es seit 25 Jahren, habe ich gemacht, als ich Mitglied des Allgemeinen Studentenausschusses in Darmstadt war. Da gab es ein Programm für notleidende Studierende. Wir haben Geld eingesammelt, und wir haben das sogar nicht als Kredit, sondern echt als Cash an die Studierenden weitergegeben, die das gemacht haben. Das haben viele Generationen nach mir fortgeführt. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will einen Vorschlag machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will einen Vorschlag machen, an dem zu arbeiten wäre, inspiriert durch ein Gespräch mit einer Kollegin von mir vom gestrigen Tag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, warum gehen wir denn eigentlich nicht her und aktivieren die Bereiche, wo wir Leerstände in Hessen haben, für die Bereiche, wo wir die Bedarfe haben? Ich will das einmal mit einem Begriff benennen, das nennt sich Landcampus. Das würde bedeuten, dass wir tatsächlich, und zwar strukturiert, danach suchen, in welchen Bereichen haben wir Leerstände, wo gibt es dorthin gute ÖPNV-Anbindungen, wo gibt es dort gute Breitbandversorgung oder wo ist es möglich, dieses dahin zu schaffen.
Sie kennen das vielleicht, die ein bisschen älter sind, kennen noch die Idee der Landkommune. Übrigens, das hätte auch für den ländlichen Raum einen belebenden Aspekt. Ich habe da nie gewohnt. Ich kenne aber eine im Odenwald. Die war übrigens dort initial gewesen für den ökologischen Landbau im Odenwald. Nein, ernsthaft, meine Damen und Herren. Ich fordere die Landesregierung auf, diese Idee im Rahmen des Bündnisses für Wohnraum in einer eigenen Arbeitsgruppe einzurichten, unter Beteiligung der Verkehrsverbünde, unter Beteiligung der Kommunen, die das machen wollen, und unter Beteiligung natürlich der Studierendenwerke und der Studierendenschaft, die dort auch etwas beizutragen haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dann könnten dort Wohnungen zur Verfügung gestellt werden in einem Preisniveau von 280 €, und zwar all-in, wie das übrigens im Studierendenwohnheimbau auch praktiziert wird, dass dort Breitband mit dazugehört, dass dort die Nebenkosten mit drin sind. Ich glaube, dass wir damit etwas schaffen können, was sozusagen auch das, was vielen Studierenden ja auch vorgeworfen wird, dass es nun unbedingt immer die Stadt sein muss, ein bisschen zu einem Umdenken führt. So etwas zu aktivieren, das Land Hessen als Gesamtheit auch zu sehen, ist ein Vorschlag, den ich hier unterbreiten möchte. Ich bitte darüber nachzudenken. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will noch einmal an das erinnern, was ich als, sozusagen, als Bild vor mir habe. Solche Ideen von Landwohngemeinschaften oder auch größeren Einheiten, die dort geschaffen werden, ist nicht neu. Es hat aktivierende Wirkungen gehabt. Es hat auch die klugen Köpfe dorthin gebracht, wo auch Kluges gedacht werden kann, nämlich auch auf dem Land. Ich finde, dass das ein Aspekt ist, der ernsthafterweise von der Landesregierung mal aufgegriffen werden sollte. Es ist eine Teillösung. So, zum Abschluss. Natürlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, müssen die Bemühungen weiter fortgeführt werden und, Frau Ministerin, ich finde, auch fortgeführt werden müssen mit intelligenten Finanzierungsmodellen im Wohnheimbau. Das heißt, wir wissen, dass wir auf der Basis des momentanen Zinsniveaus mit Darlehensregelungen nicht nur beim Studierendenwohnheimbau, sondern auch beim Sozialwohnungsbau nicht weiterkommen. Deshalb meine Bitte an Sie, wird im Studierendenwohnheimbau getan, meine Bitte an Sie, in der Tat in die Modelle reinzugehen, dort mit direkten Zuschüssen zu arbeiten. Ansonsten wird das Problem, zumindest was die Städte angeht, bei der real existierenden Situation auf dem Grundstücksmarkt nicht zu lösen sein. Aber auch breiter denken, und zwar breiter im Sinne der Gesamtinteressen des Landes Hessen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Staatsministerin Hinz. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Hessen ist attraktiv für Studierende, die hierher kommen. Das ist auch toll für uns, dass unsere Hochschulen so gut ausgestattet sind und so ein attraktives Angebot bieten, dass viele junge Menschen hierher kommen wollen. Das hat natürlich auch dann, wenn auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt die Situation angespannt ist, die Konsequenz, dass dort für die Studierenden es noch schwerer wird, Frau Wissler. Deswegen ist natürlich Darmstadt und Frankfurt im Ranking sozusagen ganz oben, was die Schwierigkeiten angeht für Studierende. Also, da muss man nicht lange drüber nachgrübeln. Das, ja, wunderbar, dass das damit zusammenhängt. Auch die Studenten-WGs sind keine günstigen Alternativen mehr, weil die auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt natürlich auch eine allgemeine Konkurrenz sind zu Familien, die auf dem Wohnungsmarkt günstigen Wohnraum suchen. Wir haben darauf reagiert und haben das Wohnraumfördergesetz geändert und haben eine Programmlinie dort hineingebracht, extra für den Ausbau von studentischem Wohnraum. Wir haben allein dafür 90 Millionen € reserviert, und wir werden diese Mittel, auch wenn es notwendig ist, erhöhen. Bislang wurden alle Anträge, die wir bekommen haben, positiv
beschieden. Das heißt, es mangelt hier nicht an Finanzierungsmöglichkeiten. Finanzierungsmöglichkeiten sind vorhanden, Frau Wissler. Auch dieses sollten Sie dann vielleicht einmal zur Kenntnis nehmen. Durch die Kombination mit Zuschüssen, wie wir sie wieder eingeführt haben, sind die Förderdarlehen auch sehr attraktiv und wettbewerbsfähig. Das zeigt Wirkung. Wir haben in den Jahren 2015 und 2016 die Förderung von insgesamt 1.400 Wohnplätzen neu in unser Programm aufnehmen können, bis zum heutigen Tage, nur für diese anderthalb Jahre. Und die bereitgestellten Fördermittel sind auch auf ganz Hessen verteilt. Sowohl die großen Städte Darmstadt, Frankfurt, Kassel, Marburg, Gießen als auch Projekte in kleineren Hochschulstandorten wie Fulda, Offenbach und Friedberg wurden berücksichtigt. Ich habe neulich einen Förderbescheid überbringen können für ein Studentenwohnheim in Fulda. Da stand 11 Jahre lang eine Investitionsruine mitten in der Stadt in der Nähe des Bahnhofes. Das war einmal als Bürogebäude geplant. Das ist jetzt umgewandelt worden in ein Studentenwohnheim, 84 Studierendenzimmer mit Gemeinschaftswohnfläche. Das ist von einem privaten Investor umgewandelt worden. Also auch hier sind wir schon dabei, sozusagen den Vorschlag, jedenfalls den Herrn Siebel gemacht hat, mit aufzunehmen, zu schauen, wo sind eigentlich leerstehende Häuser, die umgewandelt werden können. Und hier hatten wir einen privaten Investor. Auch das ist erfolgreich gewesen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, darauf einzugehen, dass die Zusammenarbeit mit den Studentenwerken in Hessen hervorragend ist. Wir haben ein sehr gutes Engagement seitens der Studentenwerke. Sie waren auch an der Erarbeitung unserer Richtlinien beteiligt für die Programmlinie Studentisches Wohnen. Wir unterstützen die Studentenwerke nicht nur dabei, dass sie dann Studierenden Wohnheime errichten können, sondern auch durch kostenlose Überlassung von Landesgrundstücken in zumeist sehr guten hochschulnahen Lagen. Das nehmen sie gerne in Anspruch. Da gibt es vonseiten der Studentenwerke auch keine Klagen. Ich möchte aber an dieser Stelle auf den Vorschlag noch von Herrn Siebel eingehen, weil das klingt ja so nett. Ne? Wir machen mal Landcampus, ne? So ein bisschen so aufs Land, da wo aber die Infrastruktur noch einigermaßen gut ist. Wir wissen von den Zielgruppen der Studierenden, dass sie möglichst nah an der Hochschule wohnen wollen, weil sie dort auch abendliche Angebote haben, weil sie da die anderen Studierenden treffen, weil da einfach was los ist. Die meisten ziehen ja von zu Hause aus und ziehen dahin, wo was los ist. Also, wie sie die jetzt irgendwie irgendwo hin verschicken wollen, das erschließt sich mir nicht. Wir brauchen Frau Staatsministerin, vor allen Dingen, die Redezeit der Fraktion ist abgelaufen. Ich komme jetzt auch zum Schluss. Wir brauchen nicht nur die Studierenden, die dort wohnen wollen, sondern wir brauchen auch diejenigen, die die Studierendenwohnheime dort bauen oder eben Häuser umfunktionieren. Das heißt, wir brauchen die Träger dafür. Und auch die müssten wir dafür finden. Ich bin für jedes Gespräch offen, Herr Siebel. Aber bislang ist mir noch keiner untergekommen, der gesagt hat, ich mache irgendwie in der Wetterau im hintersten Bereich ein Studierendenwohnheim. Ich habe nichts gegen die Wetterau. Ich wohne auch im Lahn-Dill-Kreis. Aber für Studierende ist das schlicht nicht attraktiv, und auch für diejenigen, die Investoren sind, auch nicht. Von daher glaube ich, müssen wir uns weiter darum bemühen, dass wir kostengünstige Grundstücke bekommen und die Investoren, die dann auch bauen, am liebsten die Studentenwerke, damit auf Dauer dann auch die Studierendenwohnheime gesichert sind. Wir haben die Aufholjagd begonnen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch die nächsten Jahre viele Studierendenwohnheime in Hessen neu eröffnen können. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Ich habe eine weitere Wortmeldung. 1:30 Minuten, Kollege Schaus. Jawohl, wunderbar. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es gibt ja im Fernsehen immer den Faktencheck. Und weil jetzt Thüringen angesprochen wurde, will ich mit Ihnen einmal den Faktencheck machen, was Studierendenwohnungen angeht. Im Übrigen finde ich es immer ganz interessant, wenn Grüne auf Thüringen verweisen, weil sie ja da selber mit in der Regierung sind. Aber sei es drum. Also, wir haben in Hessen nach dem Bericht, nach dem statistischen Bericht über die Wohnraumsituation von Studierenden des Deutschen Studentenwerkes 2016, also aktuell, für 249.000 Studierende insgesamt derzeit 15.180 Wohnungen. Das ist eine Quote von 6,85%. In Thüringen haben wir etwas weniger Studierende, und zwar 67.000 etwas weniger Studierende. Für die haben wir 7.593 Wohnungen. Das ist eine Quote von 14,98. Man könne auch sagen, fast 15%. Also, wenn Hessen auf der Thüringer Quote läge, ich weiß, jetzt wird es unruhig, auch auf der Regierungsseite. Ja, wie lange sind Sie denn an der Regierung, Herr Kasper? Was ist denn gebaut worden die letzten Jahre? Ja, was ist denn das für eine Frage, bitte sehr? Was ist denn das für eine Frage? Es ist Ihre Verantwortung, gerade Ihre Verantwortung, dass diese Zahlen so sind, wie sie sind. Und Hessen ist hinten und Thüringen ist vorne. Kollege und das ist Schaus, der Fakt. Bitte kommen Sie zum Schluss. So, vielen Dank. Darf ich vielleicht mal wieder? Ich habe eine weitere 1,5 Minuten Wortmeldung, Kollegin Dorn, Bündnis 90 Die Grünen. Wenn wir mehr leerstehende Plattenbauten innerstädtisch hätten, wäre das auch einfacher. Sehr geehrte Kollegen, es ist wohl richtig, dass Thüringen nicht ganz so viele Probleme hat mit Studentenwohnheimen wie Hessen, weil einfach wir ein viel stärker gefragtes Bundesland sind. Aber gleichzeitig können Sie wirklich nicht sagen, dass Thüringen vorne ist und Hessen hinten. Ich habe hier die Statistik. Im Bau befindliche Plätze. In Hessen 330, in Thüringen 6. Entschuldigung, das ist ein kleiner Unterschied. Hessen ist vorne, das ist eindeutig. So, Kolleginnen und Kollegen, nachdem wir alle Statistiken abgeklärt haben, gibt es keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Debatte um den Tagesordnungspunkt 37 beendet, die Aktuelle Stunde abgehalten.